Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde zu Pokémon Omega Rubin. Let's Play war es natürlich noch, was ich vergessen habe. Wie man am Schluss, das habe ich nicht gewusst, deswegen habe ich es auch nicht mehr synchronisiert. Das hat irgendwie selbst schon nicht mehr gepasst. Will uns Briggs nochmal herausfordern. Also sprich, das ist der Bildschirm direkt nach dem Abspann. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Briggs. Möchte natürlich gegen uns antreten. Er kämpft mit einem Schwallboss. Ich starte natürlich super geil mit einem Gewaltrohr rein. Er ist um einiges schwächer als ich. Gucken wir mal. Ich bleib einfach mal mit Gewaltrohr draußen. Kann ja hier eine Mega-Entwicklung. Bam. Mein Schwanz ins Gesicht rammen. Also, den von Gewaltrohr. Damit meine ich den Schweif. Ne? Allen bewusst. So. Wailord kommt. Ja, oh, kein Thema. Komm du nur mit einem Wailord. Einmal Megasauger, bitte. Easy. Ja, komm. Wenn wir die Pokémon-Liga schaffen, dann schaffen wir ihn auf jeden Fall. Kapilz kommt. Easy. Komm, wir machen das ganz, ganz souverän durch. Plopp. Ja, er wird es leider nicht in einer Runde sterben. Ah, Felsgrab. Okay. Nicht wild. Die Initiative sinkt zwar, aber sollte trotzdem nicht das Problem sein, da ich einfach vom Level her viel zu hoch bin. Er setzt Raichu ein. Raichu. Doppelhieb. Plopp. Ich bin sogar schneller als ein Raichu, obwohl ich die Initiative gesenkt bekommen habe. Das soll einiges bedeuten. Logok. Boah, warum nicht? Ich werde ihm einfach mal zeigen, wie stark ich bin im Gegensatz zu ihm. Oh, er hat auch einen Megastein. Ups. Seit wann das? Okay, Doppelhieb von mir. Feuerfeger, ja. Sollte eigentlich nur normalen Schaden machen. Temposchub wirkt, das heißt, er ist jetzt schneller. Das ist sehr gefährlich bei Logok auf jeden Fall. Überlebe? Jawohl! Dass Logok nach Mega-Logok nach jeder Runde einen Init-Schub bekommt. Und das ist halt echt mega fies. Okay. Gewonnen. Jetzt synchronisiere ich wieder mit. Ne? Danke für alles, Dragonia. Du bist ein wahrer Champ. Also das sind immer noch, ist immer noch der Abspann. Ich bin vielen verschiedenen Leuten begegnet. Und habe jede Menge Pokémon gesehen. Wie soll ich sagen? Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Spaß gehabt. Oh. Dragonia, sieh doch nur. Sternschnuppen. Ganz viele. Pokémon Omega Rubin. Ja, es ist nicht so ein cooler Start, muss ich sagen. Wir werden jetzt natürlich gleich wahrscheinlich wieder in den Ladebildschirm kommen. 2014. Nintendo Creature Inc. Game Freak. Ich sag noch, kann jetzt noch ganz kurz den Abspann ansprechen. Den fand ich ziemlich cool. Man sah die ganzen, also man hat auf der Karte sozusagen die ganzen Städte abgegrast und hat dort Bilder von Ereignissen gesehen. Okay. Ist das so der Endbildschirm? Kann ich da jetzt irgendwas drücken? Kann ich da jetzt wieder zurückkommen? Okay, dann sagen wir das jetzt ganz kurz, bevor wir nochmal neu starten? Muss ich neu starten? Ich will doch einfach nur. Ich höre aber noch was, oder? Höre ich noch was?
Ja. Ich höre auf jeden Fall was. Was passiert? Musik ist irgendwie, hört sich ganz komisch an. Liebling! Oh, es geht noch weiter. Liebling. Dann tut mir leid, dass ich dich beim Fernsehen störe. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich muss ausschalten. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. The fuck? Hm? Was gibt's denn? Der neue Champ ist zu Hause. Ich wollte nochmal mit dir über unser Date bei der Astronomie-Show in Moosbach City reden. Ach ja, gut, dass du das ansprichst. Ich muss dir nämlich etwas beichten. Wie es aussieht, muss ich an dem Tag leider doch in der Arena arbeiten. Oh. Oh, schade. Aber die Arbeit geht natürlich vor. Das verstehe ich natürlich. Oh. Tut mir wirklich leid. Nein, ist schon gut. Hm. Aber was fangen wir jetzt mit unseren Tickets an? Mit unserem Ticket an? Stimmt, es wäre zu schade, es einfach verfallen zu lassen. Es wird langsam dunkler. What? Die Musik ist unheimlich. Die Musik ist komisch. Und es wird schwarz. Nochmal ganz kurz zum Abspann zurück, was ich ja sagen wollte. Ich fand es sehr, sehr geil gelungen, dass man nochmal die Fortsetzung folgt, dass man nochmal diese ganzen wichtigen Ereignisse gesehen hat. Das ist erstens mal sehr cool gewesen. Und was ich super stark fand, war, dass es sich gemerkt hat, welche Pokémon ich dabei hatte zu der Zeit, also mit welchen Pokémon ich bestimmte Arena-Leiter besiegt habe. Na, möchtest du jetzt nochmal starten? Ja, startet, okay. Mit welchen Pokémon ich welche Arena-Leiter besiegt habe. Und die wurden auch mit gezeigt. So, wir gehen jetzt gleich nach Wurzelheim, starten gleich ins Spiel wieder rein. Und es geht weit. Eines Nachts Raumfahrtzentrum von Moosbach City Sternwarte. Professor Cosmo, der schlimmstmögliche Fall ist eingetreten. Die Flugbahn des Meteors. Schauen Sie nur. Sie hat sich urplötzlich geändert und so steuert der Meteor nun direkt auf unseren Planeten zu. Was sagen Sie da? Überprüfen Sie umgehend die Daten. Los, Neuberechnung der Flugbahn und zwar sofort. Zielobjekt im Visier. Neuberechnung der Meteorflugbahn läuft. Voraussichtlicher Ort des Aufpralls ist ein Eiland nahe der Route 131, südwestlich von Xenoroville. Unfassbar. Als ob er lebendig wäre. Was sollen wir bloß tun? Professor, was sollten wir tun? Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Reißen Sie sich zusammen, verstanden? Ja, aber... In Ordnung. Ja, verstanden. Offenbar haben wir keine andere Wahl. Diese Uniform brauche ich jetzt nicht mehr. Hopp. Puh. So, ist gleich viel besser. Dieser Fetzen hat ein bisschen gemüffelt. Außerdem schwitzt man darin so schnell. Florma. Ach, Avelina. Bist du froh, dass ich wieder wie ich selbst aussehe? Du bist ja so niedlich. Ich könnte dich den ganzen Tag lang knuddeln. Ach, wir haben nicht mehr viel Zeit, nur noch ein paar Wochen vielleicht. Nein, nur noch wenige Tage. Da dieses Kind die Wiedererweckung eines der beiden urzeitlichen Pokémon aufgehalten hat, ist die Sache etwas komplizierter geworden. Na, wie auch immer. Ich habe mir bereits einen Plan zurechtgelegt. Dafür brauche ich aber zuerst ein paar Schlüsselsteine von Trainern mit dem gewissen Etwas. Flululum. Ich werde dich auf jeden Fall beschützen, Avelina. Delta-Episode. Okay. Gut.
Das ist sozusagen die Nachstory, um die es geht. Also sie wird auf jeden Fall auch ein bisschen dauern. Hey, wenn das mal nicht Dragonia ist, lange nicht gesehen. Du siehst irgendwie stärker aus. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich bin Champ, verdammte Scheiße nochmal. Aber dein alter Herr hat ja auch fleißig trainiert. Oh, bevor ich es vergesse, das hier wollte ich dir noch geben. Ein Zweier-Ticket. Das ist eine Eintrittskarte für die Astronomie-Show im Raumfahrtzentrum von Moosbach City. Eigentlich wollte ich da mit deiner Mutter hin, aber ich muss leider schon wieder zurück zur Arena in Blütenburg City. Ach ja, das ist übrigens ein Zweier-Ticket. Aha, echt? Wieso lädst du nicht Briggs von nebenan ein? So, jetzt muss ich aber echt los. Bis später, Dragonia. Danke, dass du dich in meiner Abwesenheit hier um alles kümmerst. Ist schon gut, pass auf dich auf. Das ist mal wieder typisch Fatih. Da kommt er seit ewigen Zeiten das erste Mal nach Hause und spricht nur über Pokémon. Warum kann er sich nicht einfach mal ausruhen und vielleicht auch eine Weile hier bleiben? Es folgen Neuigkeiten zur Astronomie-Show, die morgen endlich ihre Premiere feiert. Oh, gerade haben wir noch davon gesprochen. Hey Dragonia, schau mal. In Kürze wird es am Nachthimmel von Höhen im Sternbild Leufeo einen Meteorschauer zu sehen geben. Im Raumfahrtzentrum von Moosbach City, wo die Astronomie-Show veranstaltet wird, wurde eigens eine Aussichtsplattform bereitgestellt, von der aus man den schönsten Ausblick auf die Sternschnuppen haben kann. Das Zentrum freut sich auf viele Besucher. Oh, das klingt toll, oder? Ein Meteorschauer im Sternbild Leufeo. Das erinnert mich an den Meteorschauer, den ich vor 11 Jahren mit Fatih gesehen habe. Los, geh schnell rüber und lad das Nachbarskind ein, mit dem du dich angefreundet hast. Es wäre eine Verschwendung, das Zweierticket von Fatih einfach so verfallen zu lassen. Du könntest auch mitkommen. Du bist meine Mutti. Du hast dafür gezahlt. Ah, okay. Gut. Dann zu Briggs. Oh, hi. Huch, was für ein Zufall. Ich habe gerade an dich gedacht. Schön, dich kennenzulernen. Das ist unser erstes richtiges Treffen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich bin Amalia und du bist Dragonia. Wie du siehst, bin ich in vollem Bilde. Du bist der neue Champ der Pokémon-Liga. Alle Leute schwärmen von deiner engen Freundschaft zu deinen Pokémon und du beherrschst die Mega-Entwicklung. Habe ich noch was vergessen? Flurm. Ja, ich weiß schon. Du willst schnell weiter, stimmt's? Aber Wurzelheim ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Und die Leute, die hier wohnen, sind alle wirklich reizend. Dein Nachbar zum Beispiel. Oh, ich muss mich entschuldigen. Ich habe mal wieder viel zu viel geredet. Zum Kennenlernen sollte das mal ausreichen. Also dann, bis demnächst. Ciao. Seltsamer Kamerad hier. Ich schau mal zu Briggs. Hallo Briggs. Au. Briggs, alles in Ordnung? Was hat dieses Biest dir angetan? Sag schon, Kind. Jetzt beruhig dich doch erstmal, Mama. Sie hat mich nur etwas geschubst. Alles halb so wild. Aha. Dragonia. Dragonia, dir scheint es gut zu gehen. Schön. Ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Es ging alles so schnell. Auf einmal kam durch das Fenster in meinem Stock eine fremde Frau und hat mir meinen Schlüsselstein weggenommen. Und mein Pokémon und ich haben uns zwar versucht zu wehren, aber sie war unglaublich stark. Wir hatten nicht die geringste Chance. Sie hat irgendwas vor sich hingemurmelt. Ich glaube, es war nächster Halt Blütenburg City. Sei vorsichtig, Dragonia. Also? Muss ich jetzt nach Blütenburg City, oder wie? Na dann. Machen wir das doch mal. Fliegen. Rosalstadt. Wo war da war Blütenburg City. Bei Papi in der Arena. Na dann, auf nach Blütenburg City. Und gucken wir mal, was denn dort auf uns wartet. Blütenburg City. Tja, Heiko. Nur Ärger hat man, Kinder, mit dir. Jetzt sei endlich ein braver Junge und gib mir deinen Schlüsselstein. Wie oft denn noch? Ich habe keinen Schlüsselstein. Mir machst du nichts vor. Ich weiß, dass du die Mega-Entwicklung einsetzen kannst. Hörst du mir überhaupt zu? Es ist nicht leicht, mich wütend zu machen. Aber du bist auf dem besten Wege. Achso, das ist Heiko, der da spricht. Oh, hey, Dragonia! Du. Das trifft sich ganz ausgezeichnet. Dann hole ich mir eben zuerst deinen Schlüsselstein. Her damit.
Oh, ich sehe gerade, dass mein DS bald leer wird. Magma Verstand Jördis! Setzt Kamerupt ein. Ich hoffe, die 5 Minuten wird es noch aushalten. Ich werde nach dem Kampf dann auch ganz gerne mal ganz kurz speichern. Dann wollen wir auf die Nummer sicher zu gehen. So, du bist keine Herausforderung für mein Graudon. Los, Graudon! So, ich kann nicht nur die Mega-Entwicklung. Nein, ich kann auch die Protomorphose. Easy. So. Was willst du machen, mein Freund? Gena. Wow. Really? Gena? Da. Das ist eine Attacke. Das und nur das ist eine Attacke. So. Ja, das wurde besiegt. Ganz knapp. Ja, ganz knapp. Ah, klar. Logisch, ganz knapp. Ah, verflixt. Dass du uns auch immer in die Quere kommen musst. Jetzt bleibt mir keine andere Wahl, als den Schlüsselstein unseres Anführers bei den Meteorfällen zu... Donge, Dagonia. Diese komische Frau kam förmlich unverhofft auf mich zu und hat mir aufgefordert, ihr meinen Schlüsselstein zu geben. Aber ich muss gestehen, dass ich meinen Schlüsselstein verloren habe. Ich dachte, ich hätte ihn zu Hause liegen gelassen. Boah, das ist eines der wichtigsten Items. Und du verlierst ihn? Spödel, du. Aber als ich zurückkam, war er weg. War es in aller Welt, ich hab das los. Ich muss dafür sorgen, dass meinen Eltern nichts passiert, wenn noch jemand wie diese Frau herkommt. Bitte pass gut auf dich auf, Dragonier. Okay. Hallo? Hast du mich, Dragonia? Oh, ich bin es, Troy. Geht es dir gut? Ja, schauen Sie, was? Alle Multinavis wurden mit dieser Kommunikationsfunktion bestückt, die sich derzeit noch im Entwicklungsstadium befindet. Ich habe mir gedacht, dass sie im Notfall ganz hilfreich sein könnte. Und leider gibt es auch schon einen Notfall. Ich weiß, das kommt alles recht plötzlich, aber würdest du bitte schnellstmöglich zur Devon Corporation in Metaross City kommen? Es gibt da etwas, das du dir unbedingt anhören musst. Also beeil dich, ich warte hier auf dich. Tut! Ich werde kurz speichern. So, Dragonia hat das Spiel gespeichert. Ich werde noch dahin fliegen. Heute wird es eine kürzere Folge werden als sonst. Es war gestern ja schon ewig lang. Deswegen darf es auch mal kürzer sein. Metaross City. Genau. Und dann heißt es wahrscheinlich zur Devon Corp gehen. Dort mit Treu quatschen. Mit Treue auch noch. So wie ich es gesagt habe. Heilen wir unser Pokémon. Jawohl. Blop, 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 blop. Damit wären wir fit. Ich weiß nicht, was auf uns zukommen wird. Auf jeden Fall werden wir morgen mit der Delta-Episode weitermachen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich speichere noch einmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.